Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Wir sind hier in der Endsequenz. Wir haben im letzten Part um die Chefs der UFL und der APR getötet und sollen jetzt noch den den Koffer mit Diamanten vom Waffenhändler klauen. Und hier werden dann wahrscheinlich gleich mal Leute auf uns warten. Das heißt, schon mal die Sniper ziehen. Und ja, Landing Zone. Da sollen wir dann gleich Leute erschießen. Ist das André da hinten? Ich speichere mal ab, weil ich habe da schon mal was gehört, was nicht so toll ist. Ja, gucken wir erstmal, wer das ist. Weil sieht aus wie André. Ansonsten hätte ich André in den Kopf geschossen. Ich hab die Diamanten. Nice. Und jetzt bist du hier. Was für ein Zufall. Ist alles cool. Alles ist cool. Reden ist Zeitverschwendung. Erschießen Sie ihn. Hey, ruhig. Wir wollen doch keine Dummheiten machen. Oh oh. Unsere Abmachung steht. Er ist auf sich gestellt. Wiedersehen. Oh fuck. Machen wir erst mein Kumpel. Das war Paul von Rank. Moment, jetzt ist mir leid, dass ich André getötet habe, weil der hat ja gar nicht auf mich geschossen. Also ich würde jetzt nochmal dahin gehen und nicht André erschießen, weil ich dachte, der schießt auch auf mich, weil die haben eine Abmachung gehabt. Und das habe ich halt auch schon gewusst vorher, weil ich habe mir irgendwie außerdem gespoilert. Das heißt, wir gucken erstmal, was André von mir möchte. Also ob der uns vielleicht nicht hintergeht, sondern er tatsächlich unser Kumpel bleibt, weil wir ihn gerettet haben im Knast. Hier, ich habe die Diamanten. Und jetzt bist du hier. Was für ein Zufall. Pardon. Wiedersehen. Tschüss. Okay, einfach abhauen und die einfach leben lassen? Okay, das war jetzt erstaunlich leicht. Sie freuen mich, glaube ich, noch, aber gut, wenn wir sie nicht töten müssen, dann warum töten? Hau ich einfach ab. Kameraden. Die sind trotzdem alle weg jetzt. Also, die anderen Kameraden sind halt Verräter geworden anscheinend. Sie haben Abmachung mit unseren neuen Kameraden gemacht. Und die folgen mir jetzt anscheinend. Aber bin ich so richtig, ne? Was haben wir jetzt als Aufgabe? Es ist soweit, alle sind tot. Feinde und Freunde. Das stimmt nicht ganz. Alle außer mir und dem Schakal. Er wartet in einer kleinen Hütte direkt hinter dem Canyon Pass. Er wartet auf die Dynamit, bevor er den Pass mit Dynamit schließt. Das war's dann. Okay. Ja, Freunde. Also wir haben ja gerade gehört, was André da gesagt hat, dass wir hintergangen worden sind. Aber wenn ich einfach abhauen kann, dann hau ich da einfach ab. Ich habe irgendwie gedacht, der Fall wird schlimmer. Ich habe halt gelesen online, dass das halt... ...relativ schwer sein soll, denen zu entkommen. Aber ich würde sagen, es war okay. Also klar, ich spiele auch nur auf normal. Haben wir erstmal kurz geguckt, ob es nicht unsere Kollegen sind. Ich schütze sie schnell. Au! Wollte ich gerade töten. Also eigentlich ist halt das Ziel, dass man von seinen Buddies da getötet wird oder dass man halt sie tötet. Aber man kann natürlich einfach... Junge, Alter. Ich glaube, das Malaria wird wieder schlimmer, weil ich jetzt ziemlich viele... Also, ich immer so ein Blackout habe, wenn ich zu lang sprinte. Aber wenn mir vorkommt, dass es immer so ist und was bei Dunkel einfach schlimmer ist. Genau, also eigentlich soll man halt nicht von denen kommen können. Oder ist geplant, dass man sie halt tötet, deshalb auch dieser Satz da hinten. Wir reden das erste mit dem Schakal, was der uns zu sagen hat. Wo nehmen wir noch mit? Warum ich das benutzt habe? Hier drin. Ja, Chef. Er mit dem Koffer.
Ja, hier, nimm. Alle hier, gut. Das ist nicht so viel. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin, also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen, mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Okay. Sie oder ich. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen. Okay. Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden, also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce, alles beginnt von vorne, so wie immer. Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung. Ja, du kannst ruhig sprengen. Ich gehe zur Grenze und erschieße mich dann selbst. Weil warum soll ich das tun? Also. Die Knarre da ist echt klasse, versagt nie. Sie brauchen nur einen Schuss. Sie sind wie ich ein hoffnungsloser Fall, aber wir tun was dagegen. Welche Knarre? Okay. Ich hab gar keine Knarre. Ich hab ne. Also ich hab die Uzi, aber. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, wir sollen es weiter. Ach, da hinten sind schon wieder Leute, ey. Was so die Grenzwachen dich bestechen sollte. Wer weiß das schon? Was ist unsere Aufgabe gerade? Nicht weit vom Canyon gibt es ein Lager der Grenztruppen, wo sich die Flüchtlinge versammelt haben, aber sie können nicht weg, bevor die Wachen nicht ihr versprochenes Geld bekommen. Aber ich kann die Wachen einfach töten. Vielleicht hätte ich die doch nicht erschießen müssen? Upsi? Oder sie haben mich aber nicht gesehen, das kann natürlich sein. Hallo, Freunde? Bin hier richtig, oder? Ja. Ich glaube, ich habe vielleicht ein paar Grenzleute auch so getötet. Kann ja hier mal passieren. Ich habe keinen Zivilisten gesehen, aber gut. Ich könnte sie erschießen lassen wegen ihrer Waffe. Welche Waffe? Sie werden mir vermutlich nicht sagen, wer hinter all dem steckt, oder? Der Jackal. Was können Sie für mich tun? Das hier. Wir schon einig werden. Aber ich hoffe für diese armen Seelen, dass Ihr Plan aus mehr als dem hier besteht. Okay. Ist das Room? Ich dachte, er wollte nicht fliehen. Das sind die Grenzwachen, das sind Zivilisten. Kein Foto? Von der Grenze? Mit Zivilisten, die fliehen?
Nach dem Exodus wurden mehr als 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländer umgesiedelt. Hilfsorganisationen vermerkten eine überraschend niedrige Zahl an ziviler Opfer. Die verbliebenen Führungsmitglieder der APR entschlossen sich zu einer Übergangsregierung zusammen, um die Ordnung in die Lande zu zerrissen, wieder zu sicherheiten. Das ist erst Anarchie. Oben Obergabe Bewegung, Berichterstattung von den Ereignissen fand keine Beachtung in der Zentralpresse. Er plant eine unabhängige Veröffentlichung und seinen Blog. Die Internet des Schakal bleibt weiterhin ein Geheimnis. Offiziell beharren darauf, er wurde während der Unruhe getötet. Sein Leiche wurde nie gefunden. Er wurde wahrscheinlich weggesprengt. Meine Güte, Alter. Diese Texte zu lesen, ganz schön schwierig. Ja, das war Far Cry 2. Irgendwie, ein nüchternes Ende fast schon. Also ich glaube, ich hätte am Ende dann die Grenzwachen nicht töten müssen. Aber gut. Ich habe ja ein paar getötet nur. Schon ist überall. Grundsätzlich weiß ich es aber nicht, was ich von dem Ende halte. Also wir haben am Ende ja noch einen Schuss gehört. Das heißt, sie haben uns vermutlich getötet. Aber warum sollten wir das machen? Also, der Schakat ist so erklärt. Hätte ich das eigentlich überspringen? Ne, kann ich nicht. Der Schakat ist irgendwie so erklärt, dass es hierbei halt so, also wenn die jetzt weiterleben, bleibt die Story halt gleich. Also, es wird sich mal wiederholen. Die APR gegen die UVL oder die Fraktion 1 gegen Fraktion 2 kämpft. Der Waffenhändler unterstützt sie und wir unterstützen halt die Fraktion im Kampf gegen den Waffenhändler oder als außen, als äußere Entität. Aber da frage ich mich halt. Ja, okay, der Waffe, also wenn er jetzt da einfach weggeht, wird es halt woanders machen, aber wir können ja auch als legitimer Söldner auf legitimen Missionen arbeiten für, je nachdem, wie man sehen möchte, legitime Organisation. Also, dass wir uns erschießen, wir müssen ja nie wieder in das Land zurück und wir müssen auch nie wieder nach Afrika zurück. Also, wir könnten auch, keine Ahnung, privaten Sicherheitsdienst gründen oder sowas. Das ist ja alles dann getrennt von dieser Story, also weiß ich nicht. Warum wir uns jetzt erschießen sollten. Ja, auf jeden Fall haben wir nicht einen sicheren Tod gewählt. In meinem Headcanon ist einfach so, dass wir es nicht erschossen haben, sondern ja, einfach was anderes machen. Vielleicht auch das gleiche, woanders, wer weiß. Und dass wir einfach die Story wieder dann in einem anderen Land oder sowas durchziehen und dann gegen einen anderen Waffenhändler vorgehen und dann die beiden Fraktionen unterstützen. Und dann passiert wieder genau das gleiche. Ja, der Schakal ist ja vermutlich tot, weil er sich gesprengt hat, um zu verhindern, dass die Miliztruppen oder die beiden Fraktionstruppen die Zivilisten dann verfolgen. Und ja, wir sind über die Grenze gekommen. Die Pressemitteilung, die Story von Ruben ist ja anscheinend absolut irrelevant gewesen in der Weltpresse und deshalb, ja, würde das niemand interessieren. Und ich glaube auch, dass das eigentlich relativ realistisch ist, weil wenn irgendwas in Afrika passiert, dann sagen bestimmt ganz viele Leute, ja, ja, sehr, sehr schlimm. Und nach 2 Tagen ist dann vergessen, wenn es vorbei ist. Also, ja, ist halt ein schwieriges Thema. Aber gut, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir haben jetzt über Far Cry beendet. Ich fand das Spiel auf jeden Fall besser als den ersten Teil, weil der erste Teil war halt wirklich schon, ja, in die Tage gekommen, in die Jahre gekommen. Da ist noch eine Domain ohne HTTPS. Music Composed by Mark Canham. Ja, da merkt man, dass das Spiel auch ein bisschen älter ist. Grundsätzlich fand ich das Spiel war ganz cool. Ich habe es damals nie so richtig gespielt. Also ich habe im ersten, also im oberen Gebiet war ich nur und da habe ich so ein bisschen rumgewuselt. Aber irgendwie wurde ich da immer überfahren von Leuten. Mein Waffen war immer Schmutz, weil ich halt nicht so richtig verstanden habe, dass ich die kaufen muss oder so. Also ich wusste schon, dass ich die kaufen muss, aber ich hatte irgendwie nicht so viele Diamanten, weil das ist irgendwie ganz komisch gemacht, sodass man halt irgendwie die ganze Mission da machen muss. Aber eigentlich willst du diesen Leuten gar nicht helfen. Eigentlich willst du irgendwie nur dem Untergrund helfen, sag ich mal. Weil das ja die einzigen Guten sind. Genau, und deshalb habe ich jetzt nicht so einen Nostalgiefaktor zu dem Spiel. Es hat sich auf jeden Fall vertraut angefühlt, aber ich hatte ja zum Beispiel diesen Fortunes Hack-DLC nicht. Das heißt, ich habe mich gewundert, warum es auf einmal diesen Unimog da gab. Also diesen Utility-Truck, weil den kannte ich halt gar nicht. Aber, na gut. War halt der DLC. Und habe mich dann auch gefreut, dass ich den benutzen konnte, weil der halt echt cool war. Ja, und dann als nächstes wird jetzt Far Cry 3 kommen. Das hat, glaube ich, auch DLCs, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon. Also auf jeden Fall habe ich ich glaube, bis auf New Dawn habe ich alle Far Crys in der Maximum Edition, die man so haben kann.
und New Dawn auch nur nicht weiß geschenkt bekommen habe als Basisspiel. Aber ich glaube, da gibt's auch keine DLCs, sondern so dumme Waffenpacks oder so. Also, ja, irgendwie der dumme Inhaltspakete. Also nicht irgendwie eine neue Story oder sowas, sondern einfach nur irgendwie ein anderes Aussehen für Waffen oder sowas sah so aus. Vielleicht sind es auch eigene ja, Objekte oder sowas, aber das weiß ich nicht genau. Ja, Far Cry, cooles Spiel, coole Effekte. Manche Sachen waren komisch, wie zum Beispiel, dass Qabani die Felder im ersten Gebiet entlauben wollte und es dann gemacht hat, nachdem ich fertig war, was mir nichts mehr gebracht hat. Ja, und dass am Ende, dass die Leute dich hintergehen, also deine Buddies dich hintergehen, warum? Also, warum sollten die das tun? Was mit denen passiert, ist jetzt auch nicht klar. Vermutlich werden die dann von der APR und UVL, also die sich dann zusammengeschlossen haben, die Übergangsregierung dann auch getötet, weil sind ja quasi Gegner von denen gewesen. Eigentlich waren es ja auch die Helfer von denen, aber im gleichen Zug auch die Gegner, weil ja, die eine hat für die eine Abteilung gearbeitet, die andere für die andere und ja, dann ist alles komisch. Ja, online, wie gesagt, habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur gehört, dass der sehr cool war. Die Effekte waren cool, habe ich auch offline in den Kommentaren gelesen. Das Sammeln im oberen Teil hat mir also Spaß gemacht, jetzt nicht, es war okay. Im unteren Teil war es absolut schrecklich, weil ja, die Wege waren einfach so schlecht da. Also, was heißt schlecht? Sie waren nicht schlecht, aber sie waren halt unwegsam oder du musst halt durchgehend kämpfen gegen Leute, die halt echt starke Waffen haben. Und ich will das Spiel gar nicht auf schwer spielen, also ich bin sehr froh darüber, dass ich normal genommen habe. Weil im ersten Bild würde ich sagen, okay, da kann man ruhig auf schwer spielen, das ist gar kein Problem, am unteren Gebiet. Dann kommt da einfach so ein Auto an und ballert dir einfach mal direkt den ersten Health-Strich weg. Und ich denke mal, was schwer ist, dann ist halt direkt der zweite Strich, mit dem ersten Schuss natürlich. Und dann ist halt auch bald Ende, hast du dann noch drei über und irgendwie ab dem zweiten gehst du ja schon wie in den... ab dem letzten gehst du in den Auerstrich, wo du dann halt so komisch an mit Zimmer musst, dass du eine Kugel rausziehst aus dem Arm oder sowas. Das ist halt alles nicht so cool gemacht. Das Drachengleiterfliegen war das Schlimmste im Spiel, mit Abstand, also wirklich, das ging gar nicht. Mörser, das fand ich auch, also die Mörser fand ich irgendwie ziemlich selten eingesetzt, aber dafür wirklich nervig. Ich war gerade nur an drei Positionen. Also die Brewing Company und dann die Pipeline Company, da war ja jeweils ein Mörser. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die vielleicht auch zusammengehört haben. Dann noch einmal extra Pulverpapier einer am Flughafen, aber nur während der einen Mission, meine ich. Also als wir Ruben abgeholt haben und ansonsten war nur noch ein Mörser im Dogon Village, meine ich, auf dem Dach. Und mit dem Mörser hätte man was machen, also hätte man mehr machen können, wenn nicht so krass nervig gewesen wäre, also wenn man den irgendwie gefunden hätte. Also schnell, was heißt, man findet ihn, aber wenn man ihn schneller gefunden hätte. So ist halt eher ziemlich mehr gewesen und halt nur so punktuell. Die Map-Gestaltung fand ich ganz cool, also im unteren Gebiet vor allem so die Architektur, sag ich mal, für diese afrikanischen Dörfern. Das war halt mal was anderes. Oben war gefühlt ja so gar nichts. Da waren nur so fünf Hütten irgendwie hingebaut. Also Hütten, da waren ja fünf Häuser irgendwo hingebaut. Wie so ein, keine Ahnung, irgendein Laden oder sowas. Aber irgendwie war dann da halt nichts los. Also hätte man sich so ein bisschen mehr gewünscht, dass halt irgendwas in der Stadt los ist oder in dem Gebiet. Weil im Endeffekt waren es ja auch nur Söldner, die da waren. Es gibt ja im Spiel keine Zivilisten, die einfach so frei rumlaufen. Es gibt die Zivilisten bei den Untergrundmissionen, wenn du die Pässe abgibst, dass sie da sitzen. Dann gab es noch die Zivilisten, die am Ende gezeigt wurden. Und ich glaube, der Taxifahrer im Intro ist der Einzige, der so aktiv rumläuft. Aber den kannst du auch nicht, also den könntest du auch nicht erschießen. Und das ist ja so, dass man die wahrscheinlich einfach nicht erschießen soll, weil ist ja gemein. Aber ja, hätte man vielleicht mal können. Es sieht so aus, als würden wir am Ende angekommen sein. Oder? Ja, Redistribution, Source and Banana Forms, ja, ist verboten, das wissen wir. Na komm. Passt aber ziemlich gut mit dem Part Ende dann, dass wir da doch noch auf die 20 Minuten kommen. Genau. Ich habe uns natürlich absolut keinen Namen gelesen, ich habe ein paar Mal aufgeguckt, aber ich sehe so wie das gefunden. Ja, super, League Disclaimer. Stunt Jumps and Maneuver Simulator in this game should never be attempted with your vehicle in real life. Some are impossible to read vehicles and are not dangerous.
SUVs handle a maneuver differently from many passenger cars, both on and off-road. You must drive them safely. Ja, SUVs sollten anders fahren als normale Fahrzeuge. Play to win with Intel Core to do Extreme. Ja, das ist schon ein paar Tage alt, das Spiel. So, wir haben jetzt die Credits geschafft. Perfekt zum Part-Ende. Was haben wir dazu? Ist hier Inhalt? Können wir kurz reingucken? Werbeinhalt. Ach, nö. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock zu. Obwohl, ich weiß auch mein Key nicht. Also könnte sein, dass er auf Steam steht. Ja, mach weg. Weg damit, ja. Dann würde ich sagen, dass wir das Spiel abgeschlossen haben zu 100%. Das war eine coole Erfahrung. Und dann geht's ab morgen dann vermutlich einfach mit Far Cry 3 weiter. Das erste Spiel der Far Cry 3, was ich tatsächlich auch nicht zu Release, aber was ich auch zeitnah zu Release gespielt habe. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.